Ich freue mich ganz, ganz riesig und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Jan Song King. Hey, ja. Ja, hallo Jan, hallo. Wir haben ja keinen Strom hier oben, zumindest haben wir keinen Strom bekommen. Hier auf dem Hambacher Schloss der Stätte der Demokratie. Aber wir führen unsere Versammlung auch mit Powerbank und Akku durch. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich glaube, ich habe noch nie so weit von meiner Heimatstadt weggespielt wie heute hier. Vielen Dank für die Einladung. So viele Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Einige habe ich schon gesehen und freue mich, dass sie heute hier sind. Ich bin ein wenig rumgekommen, natürlich eher im Osten als im Westen. Überall, egal ob im Osten oder im Westen, habe ich Menschen wie euch getroffen. Menschen, die selber denken. Ich habe noch gar nicht gefragt, ob ich euch zu ihnen sagen darf. Sie dürfen du zu mir sagen. Ja! Ich bin der Jan aus Dresden. Darf ich euch zu ihnen sagen, zu Menschen wie euch. Denn ich habe für euch ein kleines Lied geschrieben anlässlich einer Schwurbelparty vor einem Jahr. Es passt ganz gut hierher zum Schloss, zum Fest und natürlich zu euch, die ihr unermüdlich selber denkt und die ihr euch wehrt gegen Blödsinn, gegen Ungerechtigkeit, gegen Beschränkungen der Werte, die wir uns über viele Hunderte von Jahren hier in unseren Breiten erkämpft haben. Es ist so schön, unter Menschen zu sein, die sich nicht hinter Masken verstecken, die ihre Seele nicht mitständig wechseln, die Fratzen und Floskeln verdecken. Menschen, die immer fort in ihren Augen ein fröhliches Funkeln tragen. Menschen, wie euch schau ich gern ins Gesicht und ich lausche dem, was sie sagen. Mancher sagt, alles ist traurig, mancher sagt, alles wird schlimmer, mancher sagt, wir sind zu wenig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Schön unter Menschen zu sein, die den Speichel der Fürsten nicht decken, die für die eigenen Gedanken bereit sind, bei anderen anzuecken. Menschen, die gegen die Schwerkraft der Mehrheit bestehen und Häme ertragen. Menschen, ihr seid es, die mich auf bessere Zeiten zu hoffen wagen. Mancher sagt, alles ist traurig. Mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig. Doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Das haben sich die Leute vor vielen Jahren hier oben auch gesagt und haben das Hambacher Fest gefeiert. Ein Fest der Geburt einer Demokratie. Es ist so schön, unter Menschen zu sein, die sich nicht nach Nachrichten richten. Die prüfen, fragen und zweifeln, verzweifeln, die Rätsel und spinnen und dichten. Menschen, die irren und dennoch allmählich die Berge der Wahrheit erklimmen. Menschen wie ihr, die bei eisigen Winden gegen die Strömung schwimmen. Mancher sagt, alles ist traurig. Mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu billig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Für ein kleines Fest reicht es immer. Für ein kleines Fest reicht es immer. Wahrscheinlich viele von uns gleichermaßen bewegt. Das erste Lied, da geht es um die fürchterliche Doppelmoral, die wir nicht erst seit 3 Jahren, sondern eigentlich schon viel länger erleben.
dass die Dinge eigentlich immer doppelt gesehen werden. Die einen Demonstranten, die sind super, und die anderen Demonstranten, die gefährden die öffentliche Ordnung und so weiter und so fort. Ihr kennt es hier an diesem Ort, glaube ich, zur Genüge, wie Leute unterschiedlich behandelt werden. Das Lied von der Doppelmoral. In der Schule gab es neulich eine Diskussion. Der Fritzl war bei einer Montagsdemonstration. Seine Schilderung missfällt dem Ethiklehrer sehr. Werbung für Politik gehöre nicht hierher. Zum Schluss der Stunde sagt der Lehrer noch verheißungsvoll, dass diesen Freitag wohl die sechste Stunde ausfallen soll, damit ein jeder von den SchülerInnen pünktlich dann zur Friday Future Klimademo gehen kann. Da, Doppelmoral hält bekanntlich besser, einfach genial. Da, Doppelmoral doppelt hält besser als normal. Während der eine seine Bomber für die Freiheit fliegt, führt ein anderer einen ganz brutalen Angriffskrieg. Wenn man den einen stören bringt, kann wirklich Aktivist, ist der andere ganz klar ein Extremist. Während man hierzulande alle AKWs abstellt, würdigt man deren Klimafreundlichkeit im Rest der Welt. Im Nahen Osten will man Regenbogenkämpfer sein, doch vorher redet man noch Gasgeschäfte ein. Tipp, tap, Doppelmoral hält bekanntlich besser, einfach genial. Tipp, tap, Doppelmoral doppelt hält besser als normal. Menschlich, allzu menschlich liegt die Sache, wenn ich sag, Moralin gibt es häufig nur im Doppelpack. Mit Doppelmoppelstandards fühlt sich gut, Mensch doppelt gut, weil das die Einfachheit der Welt verdoppelt tut. Und die Moral von der Geschichte und diesem kleinen Lied ist gar nicht einfach, wenn man immer alles doppelt sieht. Fühl dich dem Doppelboden, sonst bekommst du auf den Kopf mit der Moralkeule einen Doppelfuß geploppt. Tipptapp, Doppelmoral hält bekanntlich besser, einfach genial. Tipptapp, Doppelmoral doppelt hält besser als normal. Wir machen noch einen kleinen Schritt zu einem ganz anderen Thema, ein Thema, das mit Freiheit zusammenhängt, zumindest meiner Meinung nach, ist es das Thema Bargeld, und das ist mich natürlich auch als Musiker, besonders wenn ich ab und an für den Hut spiele. Ja, wenn es das Bargeld nicht mehr gäbe, dann gäbe es auch keinen Hut mehr, dann hätte ich ein Problem, deswegen glaube ich an eine höhere Macht, und das ist eine Schutzheilige, das ist die heilige Barbara, die sich für den Erhalt des Bargelds einsetzt. Darüber habe ich ein Lied gemacht. Als Musiker spiele ich gern für den Hut und freue mich, wenn jeder was reinwerfen tut. Ein Münzlein vielleicht oder gar einen Schein. Was immer ihr geben wollt, schmeißt es hinein. Doch weiß keiner, was in der Zukunft passiert und ob man das Bargeld bald einkassiert. Dann einkassiert statt und dann ein Bankkartenlesegerät oder ein Schild, auf dem ein PayPal-Link steht. Dann sänge ich auf Überweisung mein Lied. Doch will ich nicht, dass so ein Quatsch je geschieht. Dafür muss ich kämpfen, dafür brauche ich Kraft. Und die find ich bei einer höheren Macht. Gottlob ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin des Bargelds da. Wir bitten sie an und wir bitten, dass man möglichst lang noch bar zahlen kann. Kein Almosen mehr für den Bettelmann. Kein Kind, das sich selber ein Eis kaufen kann. Kein Esel, alter Mark ohne Hightech. Und die Sonntagskirchenkollekte fällt weg. Der kleinste Handel wird registriert und immer Transaktionsgebühr kassiert. Ein Brötchen, ein Tee, ein Toilettenbesuch und schließlich ein endloser Kontoauszug. Ihn jemals zu prüfen, brauchst du nicht zu tun.
behördliche Software erledigt das schon. All das zu verhindern ist noch nicht zu spät. Drum Barbara, erhöre unser Gebet. Gottlob ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin des Wagels da. Wir bitten sie an und wir bitten, dass man möglichst lang noch Bar zahlen kann. Und bist du ein Kämpfer fürs Freiheitsrecht, ist Bargeldabschaffung für dich eher schlecht. Wirst du unbequem, reicht ein Klick und dann wird dein Konto für jegliche Zahlung blockiert. Doch sieht man schon heute, wie schnell es passiert, dass plötzlich das ganze System kollabiert. Und wenn kein Experte den Fehler entdeckt, dann wissen wir, wer da dahinter steckt. Ihr wisst es! Gottlob ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin des Wagens da. Wir bitten sie an und wir bitten, dass man möglichst lang noch Bar zahlen kann. Gottlob ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin des Wagens da. Wir bitten sie an und wir bitten, dass man möglichst lang, 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 lang noch Bar zahlen kann. Ja! Hofft ihr es uns in dieser ersten Runde? Hat das letzte Wort ein berühmter Schlagersänger, der leider schon verstorben ist. Er ist bei Gott. Es ist Karel Gott, er ist bei Gott. Und von da oben aus dem böhmischen Paradies schaut er zu uns hinab und wundert sich, dass Deutschland all die Atomkraftwerke abgeschaltet hat, obwohl sie zu den sichersten der Welt zählen. Aber das hat einen Grund, das hat zumindest Katrin Göring-Eckardt erklärt. Denn der Atomstrom verstopft unsere Netze. Und damit der neue Strom, die neue Energie fließen kann und sich keine Strombosen mehr im Netz bilden. Deswegen wurden die Kraftwerke abgeschaltet. Seitdem importieren wir in riesiger Menge Atomstrom aus Frankreich. Aber das ist egal. Wir müssen nur aufpassen, dass wir an solchen Tagen wie heute, wenn die Sonne scheint, genügend Licht tanken und uns bevorraten, um dann für den drohenden Blackout im nächsten Winter gewappnet zu sein. Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deine Wohnung ein. Hebe es auf, und wenn es bald kein Strom mehr gibt, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Licht rumliegt. Fang das Licht, halt es fest, für den Tag, wenn man den Strom abschalten lässt. Und frag zu, die Dunkelheit besiegt. Schau nach Tschechien, weil es dort noch Atomstrom gibt. Und fragst du, wie man die Dunkelheit besiegt. Schau nach Tschechien, weil es dort noch Atomstrom gibt. Karel Gott, vielen Dank! Ist auch sehr gut, dass das nächste Lied gut dazu passt. Es ist das Lied von der Burg Altkanzelstein. Gut, das hinter uns ist ein Schloss. Vielleicht war es mal eine Burg früher auf diesem Hügel. Die Burg Altkanzelstein steht in diesem Lied für mich sinnbildlich für eine Gesellschaft, die den Meinungskorridor so eng fasst, dass sehr viele Leute oder immer mehr Leute herausfallen, ausgestoßen werden, ihnen das Wort verboten wird, die Publikation, wie auch immer, der Saft abgedreht wird. Ihr könnt mitspielen, mitsingen,
wenn ihr einer ähnlichen Meinung seid. Und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein, geht der Refrain. So, okay. Ich sing euch jetzt das Liedelein von einer Burg Altkanzelstein, auf der ich bis vor einem Jahr als Hofnarr tätig war. Doch als von mir ein böser Witz dem Burgherrn nicht bekommen ist, da kündigte die Herrschaft mir und stieß mich vor die Tür. Drum stieg ich in das Tal hinab, wo ich nun meine Ruhe hab. Und auf der Burg Altkanzelstein will ich auch nimmer sein. Und ja, und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein. Tags drauf ist hier wer aufgetaucht, der auch ne neue Bleibe braucht. Ein alter Freund aus Burgenzeit klagt mir das gleiche Leid. Bei Hof hat er sich echauffiert und meinen Rauswurf kritisiert. Und ebenso wie ich zuletzt ward er vors Tor gesetzt. Wir sind der ausgestoßenen zwei im Tal allein noch endlich frei. Und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein. Oder ihr? Und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein. Dass man am Widerspruch sich stört, hat auf der Burg dazu geführt, dass nun, wie ich von droben hört, dort aufgeräumt wird. Sobald da einer Ärger macht, tritt üble Kanzelei in Kraft. Fortan kam weiteres Personal hinab zu uns ins Tal. Gemeinsam trafen wir die Wahl, zu nennen uns Neufreiental. Und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein. Und ihr? Und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein. Endlich wird mal wieder gesungen hier auf dem Habacher Schloss, so wie es wahrscheinlich vor 150 Jahren auch so war. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder und so weiter und so fort. Ein Kräuter, weit fünf Querritter, drei Russen und zwei Schröpfgegner, ein Eiszeitleugner ohne Schuh, die kamen noch hinzu. Kaum dass man sich versehen hat, entstand im Tal ne kleine Stadt. Fast täglich werden neue frei und eilen ins Tal herbei. Es merkt die Frau und auch der Mann, dass man hier besser leben kann. Und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein. Und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein. Ihr macht das wunderbar. Großes Kompliment. Hier oben in dieser Höhe noch Sauerstoff zum Singen zu haben. Nur auf der Burg lief's nicht mehr gut, was auch wohl daran liegen tut, dass Leute sich von der Kanzelsbein durch Flucht ins Tal befreien. Die Bürger fehlen überall, Altkanzelstein droht der Zerfall. Und neidisch auf der Burg man sieht, wie unser Tal erblüht. Wer frei sein will, der komme mal ins blühende Neufreiental. Und auf der Burg Altkanzelstein wollen wir auch nimmer sein. Und auf der Burg Altkanzelstein Stein, wollt ihr auch nimmer sein? Sehr gut, Leute! Wunderbar! Das hat prima geklappt! Und die Leute haben gehört, wie musikalisch wir sind. So, wir gehen zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Thema Essen. Ein Thema, das in aller Munde ist. Es geht nicht nur immer darum, was man isst, sondern auch, welchen Namen man seinem Essen geben möchte, denn es könnten auch die falschen Namen sein. So zumindest hat es der Schlagersänger Udo Jürgens erlebt. Nein, er hat es nicht mehr erlebt. Er ist ja leider schon verstorben, ähnlich wie Karel Gott. Aber in einer ARD-Show vor ein paar Monaten wurde eines seiner großen Hits, seiner großen Lieder, das Lied aber bitte mit Sahne, ein wenig geändert. Nämlich da drin kommt ein Mohrenkopf drin vor, natürlich als Gebäck gedacht.
Und das geht natürlich im Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr. Das ging 40 Jahre gut. Jetzt kommen andere Zeiten, denn es könnte sich jemand dadurch diskriminiert fühlen. Deswegen wurde aus dem Mohrenkopf ein Schaumkopf. Und ich werde jetzt versuchen, ein wenig für Udo Jürgens sozusagen Verteidigung zu sorgen. Ihr kennt das Lied alle. Udo Jürgens mein Name und ihr kennt mich doch. Oh, oh yeah. Ich bin tot, doch im Schlagerhimmel lebe ich noch. Oh, oh, oh yeah. Ja, ich hörte, jetzt wollen manche ganz korrekt sein und meinen Mohrenkopf streichen, was fällt denen ein? Und den Superhit, schon den es gibt, ist der Name. Aber bitte mit Sahne. Bitte mit Sahne. Stellt euch vor, es sitzen Liliane und Co. Oh. Oh yeah, in der Mohrenstraße im Café Eskimo. Oh, oh, oh. Oh yeah, und da gibt es tatsächlich noch Moskauer Eis, sogar Negerküsse in Schwarz und in Weiß. Einen Othello-Becher bestellt sich Liliane, aber bitte mit Sahne. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh, oh yeah. Denn das Eskimo-Café wird abgemahnt. Oh, oh, oh yeah. Auf dem Gipfel der unkorrekten Nussverleiherei wird das Café gestürmt von der Sprachpolizei. Und es fliegen die Torten im Lokal. Aber bitte mit Sahne. Bitte mit Sahne. So, darf es bei Ihnen vielleicht noch ein Zigeunerschnitzel sein? Aber bitte mit Sahne. Oder den Bismarck-Hering vielleicht? Aber bitte mit Sahne. Und für die Kleinen einen Indianer-Eisbecher? Aber bitte mit Sahne. Der russische Zupfung, der ist bei uns heute im Angebot. Aber bitte mit Sahne. Oder einen Reichsburger oder einen Kaiserschmarrn, wenn's rechts ist. Aber bitte mit Sahne. Oder die tote Oma, die gibt es bei uns heute als Seniorenteller. Aber bitte mit Sahne. Oder am Ende das Putin-geschnetzelte Kiewer Art. Aber bitte mit Sahne. Udo Jürgens, vielen Dank. So, wir kommen zum aktuellen, oder was heißt aktuell, zum, ja doch, historischen, kann man fast sagen, zum historischen Zeitgeschehen. Vor knapp einem Jahr, ein bisschen weniger, da gab es den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Ich habe dann ein Lied entführt. Es ist von Kommissar Rudi Schurike, bekannt als Ermittler im Fall der Capri-Fischer und jetzt angesetzt auf die Bornholm-Taucher. Wenn bei Bornholm die rote Sonne im Meer verfliegt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Taucher mit den U-Booten aufs Meer hinaus und sie führen eine streng geheime Mission dort aus. In der Ferne, da tauchen sie an das Fundament einer russischen Gasleitung, die ihr ja sicher
kennt. Und sie kleben Sprengstoffböller angeschwind. Niemand weiß, wer sie sind. Bölle, 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 Havarie in der Pipeline sind wir Lex morgen früh. Bölle, 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 Havarie, wir waren die, das erfahren wir nie, das erfahren wir nie. Rudi Schulge! Und ich weiß gar nicht, ob ihr vielleicht die Band kennt, die roten Gitarren. Ja, gut, ich muss die Vorgeschichte erzählen. Das war jetzt erstmal der Tathergang, geschildert vom Kommissar. Viel mehr ist seitdem nicht rausgekommen oder andersherum gesagt, es ist wahnsinnig viel rausgekommen. Immer neue Storys. Die erste Story war die vom investigativen Journalisten Simon Hirsch, der behauptet hat, die CIA steckt dahinter. Die CIA, da hat noch nie sowas gemacht und jetzt plötzlich sowas. Nein, da musste sofort 14 Tage später eine andere Story, eine viel bessere Story hinterher, das ist die Story vom weißen Boot, von einer Segeljacht, die eine kleine Gruppe enthusiastischer Marines sozusagen in Rostock ausgeliehen hat, dann hinausgeschippert sind. Auf dem Boot haben sie dann noch den Sprengstoff in ein paar Plastiktüten gemacht, dass er nicht nass wird, wenn man hinuntertaucht. Und mit Schnorchel und Taucherbrille war das Ganze kein Problem. So zumindest die Story. Und über diese Story haben die roten Gitarren, vielleicht kennt ihr sie, die Leute, die eine Ost-Migrationsgeschichte haben und hier leben, die kennen vielleicht noch diesen Titel. Es ist das Lied vom weißen Boot. Wenn der Nord Stream im Meer krachen geht und die Ahnung, wer's war, zu uns weht, zaubert aus dem Hut man ein weißes Boot, Zauberboot mit fantastischer Crew, Egon Olsen, James Bond, Phantomas, alle mit ukrainischem Pass. Captain Nemo auch, der zur Röhre taucht. Dann ein Peng, welch bombastische Kuh. Den Schwindel greifen die Medien auf Quellen pfeifen die ganz sicher auch. Geschlaucht von Rot, Gelb, Grün und Ignoranz erweist Deutschland dem Schwachsinn Akzeptanz. Tanz, Tanz. Unbemerkt treibt das Boot auf dem Meer. Schabadabada. Bombenstimmung herrscht bei den Akteuren. Koks und Sprengstoffstaub schnell doch aufgesaugt. Und von fern kann man sie singen hören. Auf Wiedersehen in Rostock, in Rostock in der Hafenbar. Auf Wiedersehen in Rostock, weil die Aktion erfolgreich war. Gleich klinken wir uns wieder aus. Gleich geht das Boot zurück. Ahoi, auf Wiedersehen in Rostock. Bis zum nächsten Zaubertrick. Auf Wiedersehen in Rostock. Bis zum nächsten Zaubertrick. Hey! Ein Lied, das sich hier indirekt ganz gut anschließt. Heute haben wir vom Wetter her eigentlich Glück, wenn wir mal so wollen. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu windig, nicht zu windstill. Aber wie ihr wisst,
toben derzeit in Deutschland Hitzewellen und es sterben viele Menschen. Wir machen eine kurze Schweigeminute für alle Hitzetoten. Nein, ja, ich habe bei mir, wie die Sachsen so sind, renitent und dickköpfig, machen sie solche Sachen meistens nicht mit, die jetzt wieder die Säue, die wieder durchs Dorf getrieben werden. In dem Fall geht es also um Hitzewellen. Bevor ich das Lied spiele, muss ich natürlich jetzt hier in dieser Entfernung von Sachsen noch ein paar Vokabeln besprechen, die in diesem Lied vorkommen und die ihr sehr wahrscheinlich nicht wisst. Als erstes ist das eine Dämse. Wer weiß, was eine Dämse ist? Ich. Ja. Hitze. Ja, Hitze, schwüle Wärme. Das nennen wir in Sachsen Dämse. Und ja, die zweite Vokabel wäre die Hudelei. Die Hudelei. Sagt man hier auch? Oh, das ist wahrscheinlich ein Pfälzer Lehnwort aus dem Sächsischen. Hudelei. Ja, Hudeleien sind Schwierigkeiten, ist klar. Und das dritte, ja, mein lieber Scholli. Der Scholli, das ist der Freund mit Kupferstecher. Das ist, ja, keine Ahnung. Man sagt's, wenn man entrüstet ist. So. Ihr kennt das Lied und irgendwie verbreitet es sich jetzt auch als sommerliches Video im Internet und der Refrain ist sicherlich so einfach, dass man ihn schnell mitziehen kann. Es ist einfach nur Sommer und mal sonnig und warm, aber im Fernsehen kommt nur noch was mit Hitzealarm, weil durch die Dämse droht der Risikogruppe dort tut. Meine Mutter rufen die jetzt vom Gesundheitsamt bei mehr als 30 Grad früh und abends an und fragen, ob die noch lebt. Die nennen das Hitzetodcheck. Hitzetodcheck, ich schmeiße mich weg. Nee, war, Hitze zu check, das ist nur jetzt nee, war. Ist mir zu warm, geh ich ins Freibad rein und packe mir genügend Bier zum Trinken ein. Aber so circa zwei Stück bin ich letztens eingenickt. Kann ja mal passieren. Der Bademeister hat mich sofort wieder aufgeweckt und mit so einem Defibrillator erschreckt, weil der zur Sicherheit checkt, dass niemand an der Hitze verreckt. Hitze tot, check, ich schmeiße mich weg. Nie war. Hitze tot, check. Das ist wohl jetzt nicht. Als meine Oma letztes Jahr mitten im August mit 102 Jahren verstorben ist, gab's lauter Hudelein mit der ihrem Totenschein. Wegen aktueller Anordnung vom RKI lag die wochenlang im Kühlschrank in der Pathologie. Vor der Hitze nun klar, die angeblich Todesursache war. Hitze tot, check, ich schmeiße mich weg. Nie war. Hitze tot, check, das ist nur jetzt nie war. Mein lieber Scholli, sowas hatten wir doch schon immer. Es fing an mit C und hörte auf mit A. Fantasier ich bloß, oder geht das schon wieder hier los? Meine Fresse, du. Hitze, Lockdown, oh nee, bitte nicht. Hitzschlaginzidenz, Hitze-App und Sonnenhutpflicht. Hitzeschutzimpfung und Hitzebürger-Testzentrum. Hitze-Tot-Check, ich schmeiße mich weg. Nie war. Hitze-Tot-Check,
das ist der Hetzendiemort. Und noch einmal alle zusammen. It's a tone check. Das ist der Hetzendiemort. It's a tone check. Das ist der Hetzendiemort. Das ist der Hetzendiemort. Das ist doch jetzt ein Niveau. Ein Sommerhit, ja, ein anderer Hit, der mal ein Sommerhit natürlich war, ist ein Lied über Sprache, und zwar über verunstaltete Sprache. Nick P. und DJ Ötzi haben sich darüber echauffiert, und zwar folgendermaßen. Jahren schon lese ich den Stern. Ich hab die Zeitschrift wirklich gern. Doch gestern habe ich sie abbestellt. In etwa jedem zehnten Wort stehen jetzt Gendersterne dort. Ein Sternchen, das mir auf den Senkel geht. Ein Stern, der meinen Zorn erregt, klein und hochgestellt, von Spinnern ausgedacht. Ein Stern, der meinen Zorn erregt, von oben abgenickt und durchgedrückt mit aller Macht. Wenn ich dann mal Fernsehen guck und sich der Sprecher fast verschluckt, weil in dem Text lauter Sterne sind. Ich finde es einfach grässlich, wenn in deutschen Wörtern Sterne stehen. Sterne gehören hoch ans Himmelszelt. Ein Stern, meinen Zorn erregt, klein und hochgestellt, von Spinnern ausgedacht. Ein Stern, der meinen Zorn erregt, von oben abgenickt und durchgedrückt mit aller Macht. Und jetzt seid ihr dran. Ein Stern, der unseren Zorn erregt, klein und hochgestellt, von Spinnern ausgedacht. Ein Stern, der unseren Zorn erregt, von oben abgenickt und durchgedrückt mit aller Macht. Sehr positiv. Erstens, wie viele Leute hier sind. Vielleicht wolltet ihr, dass ihr mehr seid oder wie auch immer, aber das finde ich wirklich toll. Es ist immerhin Sonntagnachmittag, mitten in den Ferien. Schönes Wetter. Ja, und vor dieser tollen Kulisse hier einmal zu spielen, ja, das ist schön. So, wie machen wir weiter? Es geht jetzt um die Kategorie Zurücktreten, bitte. Es hat nichts mit der Eisenbahn zu tun, sondern mit unserem Führungspersonal, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Das erste Lied war sogar in einem Bandwettbewerb, in einem Song-Contest nominiert. Es war nicht der European Song Contest, den hätte ich locker gewonnen, sondern es war ein etwas komplizierter. Ja, naja, sag mal so. Es war ein alternativer Song Contest von Duo Wieso, den YouTube-Kanal kennt. Ich habe nicht gewonnen, am Text wird es nicht gelegen haben, denn der ist von mir. Aber die Musik ist halt nicht von mir, die ist von Johnny Cash aus den USA. Und das ist natürlich schwierig dann damit zu gewinnen, mit so einem Wald- und Wiesenklampfer. Johann Kleingeld. Für alle, die kein Englisch können.
Ja, er hat ein Lied geschrieben. Ich muss noch dazu sagen, dass er einmal oder mehrfach sogar im Gefängnis gespielt hat vor Schwerverbrechern und sogar dort ein Album aufgenommen hat, so Full Sound Prison. Und für das Verständnis dieses Liedes ist das ganz wichtig. Noch ein langes Vorspiel. Wer hat die Haare albino weiß blondiert und sie mit einem Liter Haarspray auftupiert? Wer könnt in Hollywood ne böse Hexe sein? Bin ich wohl mein Frau von der Leyen. Ja, so hat es geklungen, als ich damals in Folsom Prison war. Ich bin ein Ami und ich misch mich da nicht ein. Doch reitet die euch ganz tief in die Scheiße rein. Ganz ohne Wahl kam sie in den Job hinein. Wie kann das sein, Frau von der Leyen? Mächten wird sie dirigiert, wenn ihr mich fragt, ist total korrumpiert. Was Kriminelles könnte das schon sein? Nichts bleibt geheim, Frau von der Leyen. Ich werde nächstes Jahr bei euch in Europa gastieren und im Gefängnis vor Verbrechen musizieren. Wer könnte da im Publikum dann sein? Das wäre fein, Frau von der Leyen. Ja. Ich finde das gut, was ich sage hier. Das ist sehr gut. Das wäre fein, oh yeah, das wäre very fine, Frau von der Leyen. Ja, es ist wirklich nicht weit hergeholt, der Prozess läuft bereits, beziehungsweise die Anklage ist im Berichtskasten des Gerichtes. So, wir gehen weiter in der Nomenklatura und kommen zur feministischen Außenpolitik, von schon angekündigt. Mir gefällt sie nicht so gut wie die schwule Außenpolitik von Guido Westerwelle, deswegen habe ich dieses Lied hier gemacht. Am 14.07. am Freitag war ja Empfang in Chemnitz, also nee, war Annalena Baerbock in Chemnitz. Ich hatte keine Zeit, das Lied dort persönlich zu singen. Ihr kennt die Melodie sicherlich, sie stammt von dem Lied Hey Macarena. Und wir singen aber jetzt nicht Hey Annalena, sondern wir singen gleich am besten Hey Annalena. Annalena. Nein, wo der Pfeffer wächst, als die Leute noch nichts dagegen haben. Und halt hier. So. Viele hören den Namen Annalena und winken nach, denn diese Frau und dieses Thema ist ihnen peinlich und wahrscheinlich ist für sie diese Senorita ein Problem. Und sie geht genau deswegen einen gut gemessen Rat der Annalena. Also Stolz war heute mal voll der Annalena. Das heißt, du wärst schön, doch wäre es noch schöner. Du nimmst einen Hut und würdest endlich gehen, ja. Hey, Annalena! Und immer wieder sieht man um Zustimmung nicht singen. Doch wo du auch hinkommst, wird man die Leute singen. In Düsseldorf, in Neustadt, in Frankfurt und in Jena. Hey, Annalena! Hast du Stolz vor verfolgter Annalena? Das heißt, du wärst schön, doch wäre es doch schöner. Du nimmst einen Hut und würdest endlich gehen, ja. Hey, Annalena! Egal wo du auch hinreist, in ziemlich vielen Staaten, da singen mittlerweile die ganzen Diplomaten in Rio, Brüssel, Peking und in Jamaika. Hey, Annalena! Kein Bock auf Baerbock in der Politarena. Hey, Annalena! Ohne Zickenkrieg wäre die Welt ein bisschen schöner. Hey, Annalena!
Genscher, Band und Westerwelle waren uns viel genehmer. Geh, Annalena! Entspannungspolitik statt unbegrüßes Schema. Geh, Annalena! Die Schützungen gegen dich werden mit der Zeit extremer. Geh, Annalena! Nach deiner Kündigung wird das Leben viel bequemer. Geh, Annalena! Und nochmal! Geh, Annalena! Und nochmal! Geh, Annalena! Ja! Wir sind ein toller Chor. Aber, ja, bis Berlin ist noch recht. So, ich hätte gedacht, dass es viel eher kommt, dass das Lied nicht so lange singen kann. Aber auf der anderen Seite freue ich mich, wenn ich das Lied so lange singen kann. Das Abschiedslied für Olaf, den Bundes-Olaf sozusagen. Das haben die Everly Brothers in den 60er Jahren schon geschrieben. Ich musste nur noch ein paar Wörter ändern, damit es passt. Und so geht es hier. Na, 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 na. In Krisenzeiten, nun ja, da ist der Kanzlerstuhl ein Schleudersitz. Bald macht auch Olaf den Sessel frei. Dann sagen wir ihm ganz lieb gut bei. 2, 3, 4. Bye, bye, Olaf. Bye, bye, ciao und tschüss. Da du vergesslich bist, geht immer schnell vorbei. Bye, bye, Olaf. Bye, bye, tschüss und tschüss. Ade, letzter Gruß. Die Abzeit schnell vorbei. Bye, bye, Olaf, goodbye. Die Bundeswehr spielt dir ja vielleicht noch dieses Lied hier zum Zapfenstreich. Und lieber Olaf, wenn du Glück hast, gehst du in Rente und nicht in Knast. 2, 3, 4. Bye, bye, Olaf. Bye, bye, ciao und tschüss. Da du vergesslich bist, geht nur mal schnell vorbei. Bye, bye, Olaf. Bye, bye, Fuchs und Schuss. Ade, letzter Gruß. Die Abzeit schnell vorbei. Bye, bye, Olaf, goodbye. Bye, bye, Olaf, goodbye. Goodbye. Wir sind wirklich, und wir wissen, was ich gehört. Abschied ist ein Schade, ich gewährt. Und zum Abschluss dieser Runde und eigentlich auch zum Abschluss meines Beitrages hier, da kommt ein Lied für einen ganz großen Politiker, der es sich verdient hat, ein eigenes Lied von mir geschenkt zu bekommen. Und dieses Lied ist gleichzeitig eine Hommage an die Schönheit der Landschaft, auch die Schönheit der Landschaft hier in der Pfalz. Ich war hier noch nie und ich bin wirklich beeindruckt. Es ist mindestens genauso schön wie Sachsen. Teilweise noch viel höher, die Berge und ja, toll. Wirklich wahr. Bin ich begeistert. Und ja, wenn man in so einem Dorf wohnt oder so einer kleinen Stadt in so einem Tal, dann kann man unter Umständen schon mal Schwierigkeiten mit der Lautstärke von Gewässern haben. Deswegen dieses Lied jetzt hier. Ja, unser Dorf, das liegt in einem Tal, so klein, so fein, das gibt es nicht nochmal. Das Anzusehen ist wunderschön, doch leider gibt es hier ein Lärmproblem, denn diese Schönheit und die Ruhe wird von einem Fließgewässer schwer gestört. Ein kleiner Bach hält uns in Schach. Wassers sorgt er hier für Kraft durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, die Leute auf die Nerven Tag und Nacht. Ein Ärgernis ist so ein lauter Bach. Statt still und tief, da ist der laut und flach. Kommt aus dem Bach.
bald hier durchgeknallt, was in den Köpfen furchtbar widerhallt. Die Wasserwirtschaft und die Feuerwehr, das Umweltamt und auch das Militär kam hier schon an und sahen, ob man das Übel einfach wegbekommen kann. Durch unser Tal, da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. So, in Neustadt an der Weinstraße, Neustadt scheint ja nicht an einem Fluss zu liegen, sondern an einer Straße. Oder gibt es hier auch einen Fluss oder einen Wasserbach? Ja, auch ein Bach, ja. So, wie habt ihr, was sind eure Erfahrungen? Ist der sehr laut, ist der sehr tief, ist er sehr flach? Er ist unter der Erde verlegt, kann man nicht hören. Das ja, ist gut. Das schlage ich direkt auch für den von ihr gemeinten Autobahn. Oh. Ja. Doch leider gibt's noch keine Lösung hier. Den Wasser abzugraben ist zu schwer. Sie machen dicht und halten schlicht die Ohren zu, dann hören wir denn nicht durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. Durch unser Tal, da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, warum ein lauter Bach und schön in unserem Tal? Da geht ein lauter Bach die Leute auf die Nerven Tag und Nacht. Ja, das soll es schon von mir gewesen sein. Eine Zutabe ist Pflicht. Stopp, nicht weglaufen. Also ich bin ein sehr, sehr begeisterter Grünfan. Also ich weiß, dass hier mindestens 99% Fans der Grünen da sind. Und wir haben ein paar Videos gemacht, wo wir auch bestimmte Politiker der Grünen besucht haben. Und du hast ein Lied. Kriegstreiber Einheitsfront. Ein herzlichen Wunsch. Bitte. Zugabe. So, hier Kriegstreiber Einheitsfront. Ich hab noch nicht mehr gespielt. Okay, so, also, ja, genau. Ich brauche da also nicht mehr viel dazu sagen. Das Thema, es ist ja ein ernstes Thema und es fällt mir schwer, darüber Witze zu machen oder lustige Sachen zu machen. Und ich habe auch ein paar Friedenslieder gemacht, die ich auch spiele. Aber heute habe ich mal gedacht, Mensch, bist du, hier wollen wir mal eher fröhlich sein. Aber das Thema ist ein wirklich sehr ernstes Thema und ich denke fast, es ist eigentlich noch viel schlimmer und dramatischer als die 3 Jahre Corona, wenn ich mir vorstelle, wie das Ganze mal enden soll. So, die Grünen sind eine Partei der Pazifisten angeblich und die stellen sich vor, dass sich die Sache löst, je mehr man kämpft, als ob so eine Schlacht irgendwie ein Fußballspiel von 90 Minuten wäre und wer, ja, keine Ahnung, wer die besten Fußballschuhe hat, der gewinnt. Jeder, der auch nur ein Video von diesem fürchterlichen Krieg gesehen hat oder mal jemanden gefragt hat, der dabei war, der wird wissen, dass es mindestens genauso schlimm und grausam ist wie im Zweiten Weltkrieg. Und einige Söldner, die aus dem Westen dahin gegangen sind, die sagen sogar, das ist die Hölle dort. So, und das mit Waffen zu befeuern, halte ich zumindest von einer Partei, die ursprünglich einmal gesagt hat, keine Waffen, keine Armee, wir gehen da auch nicht hin. Ja, das darf nicht nur eine Antwort bleiben. Und weil der Mensch nur Mensch ist, drum darf er vergessen, bitte sehr. Und hat er sein Geschwätz von
satt, gilt es heute halt nicht mehr. Drum links, so drei, komm du alter Pazifist, reih dich ein in die Kriegstreiber einheitsvoll, weil du auch ein Grüner bist. Und weil der Mensch nur Mensch ist, drum will er Kriege führen, bitte sehr. Und wenn er nur mehr kleines Geschütz noch hat, müssen schwere Waffen her. Drum links, so drei, komm du alter Pazifist, reih dich ein in die Kriegstreiber-Einheitsfront, weil du auch ein Grüner bist. Und weil der Mensch nur Mensch ist, drum muss er was riskieren, bitte sehr. Auf ins letzte Gefecht mit dem grünen Heeresführer Hofreiter. Drum links, so drei, komm du alter Pazifist, reih dich ein in die Kriegstreiber-Einheitsfront, weil du auch ein Grüner bist. Ja, ich habe vergessen zu erwähnen, der ursprüngliche Text von Bertolt Brecht und die Musik von Hans Eisler. So, jetzt war zumindest noch geplant, dass wir zum Abschluss auf jeden Fall gemeinsam noch hier oben an geschichtsträchtiger Stelle die Nationalhymne singen. Jetzt gleich, oder? Aber ich möchte dich jetzt nicht davon abhalten. Ich habe sehr hart verhandelt mit der Versammlungsbehörde und wir haben bis 17.30 Uhr Zeit. Wir mussten es nicht ausnutzen. Wenn du magst, kannst wenn du... Wenn ich einmal hier bin, natürlich. Ja. Also, das war ja mein Wunsch, dass wir zum Schluss die deutsche Nationalhymne spielen. Und das bleibt dir überlassen, wie du es machst. Und wenn wir hören, dass du die Nationalhymne spielst, dann wissen wir, dass es dem Ende neigt. Und dann wissen wir Bescheid. Ja, genau. Also das Montagslied war ja noch... ich habe ja mehrere Montagslieder. Am Montag will mein Süßer mit mir... Nein, das andere. Ja, Magic Money. Ich hab da allerdings sogar vor einer kurzen Zeit eine kleine Aktualisierung vorgenommen, dass wir das Lied auch noch singen können, wenn Corona wieder erwarten so schnell vorbeigegangen ist. Ursprünglich das Lied von den Bengals. Kurz vor sechs, ich schaff es gerade so von der Arbeit hierher. Der Platz, der füllt sich schnell und seit Wochen werden es immer mehr. Das ist schon magisch, wie es über all die Leute nach draußen zieht. Ein paar Mädels singen laut mit einer Bluetooth-Box das Montagslied. Just another Magic Monday. Oh, oh, wenn ich uns hier ansehe. Gut an, hey, oh, oh, da bleiben wir dran, hey, just another Magic Monday. Corona ist vorbei und der Wind scheint sich um Wahrheit zu drehen. Doch gibt es vieles weiter Gründe, montags noch spazieren zu gehen. Solange man uns belügt und den Lügnern übers geschieht, wird man uns montags hören mit Pfeifen, Trommeln und diesem Lied. Just another Magic Monday. Oh, oh, wenn ich uns hier ansehe. Oh, oh, das fühlt sich gut an. Hey, oh, oh, da bleiben wir dran. Hey, just another Magic Monday. Oh, oh, wenn ich uns hier ansehe. Oh, oh, das fühlt sich gut an. Hey, oh, oh, da
der Montag statt Sonntag. Alan Wieland, jawohl, das hatte ich mir schon hier zurechtgelegt, genau. Dann machen wir das mal. Ja, zur Einordnung kurz, dieses Lied ist mir direkt an der Nahtstelle zwischen Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg eingefallen. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass vor kurzem noch das Leben eingestellt werden musste, die Freiheit eingestellt werden musste für das Leben und das kurze Zeit später dann das Leben geopfert werden musste wieder für die Freiheit. Das ist auch egal, auf welche Seite man da guckt. Ja, und dieser plötzliche Wechsel, der kam mir komisch vor, deswegen habe ich mal mir überlegt, wie man einen Krieg möglichst hygienisch einwandfrei über die Runden bringt, dass da niemand krank wird im Krieg und niemand dann dort an irgendeiner schweren Lungenentzündung sterben muss im Krieg. So. Zwischen Aland und Wieland spielt ein Konflikt. Seit Jahren schon haben sie sich bekriegt. Doch ein seltsames Virus kam in die Welt und aus Angst davor ward der Kampf eingestellt. Der Kriegslockdown währte 2 Jahre lang, bis jede Partei zu erwägen begann und er streng kontrollierter Wahrung von dem Infektionsschutz den Krieg wieder aufzunehmen. Militärdiplomaten beraten, wie man im Gefecht die AA-Regeln umsetzen kann. Nach zäher Verhandlung kommt man zu dem Schluss, dass der Krieg fortgeführt wird mit 2G+. Schlimm ist die Pandemie, doch das Beispiel von Aland und Wieland, das lehrt, es kehrt, es kehrt, es kehrt, langsam und Stück für Stück die Normalität zurück. Und sitzt der Soldat auch im Bomber allein, sicher kann er nur mit Maske sein. Und hockt er im brennenden Panzer, dann ist erlaubt, dass er sie mal kurz absetzen kann. Wo ist, dass das Militär beschließt, dass man Covid-Testzentren nicht beschießt? Und auch, dass der Scharfschütze vor jedem Schuss die Patronen gut desinfizieren muss. Die neueste UNO-Resolution als Schutz der Soldaten vor Infektion, damit man im Fernsehen nur Bilder sieht von gesunden Soldaten im sauberen Krieg. Schlimm ist die Pandemie, doch das Beispiel von Aland und Wieland, das lehrt, es kehrt, es kehrt, es kehrt, langsam und Stück für Stück die Normalität zurück. Nach hohen Verlusten verständigt man sich, ab jetzt ist der Kampf auch mit 3G möglich. Ab Mitternacht reicht nun ein gültiger Test, dass man einen Mann an die Frontlinie lässt. Doch die Ungeimpften im Hinterland, die haben inzwischen sehr wohl erkannt, dass es zwischen Impfung und Maske und Krieg wahrscheinlich einen Zusammenhang gibt. Die toten Soldaten, die merkten zu spät, dass es Herrscher nie um Gesundheit geht. Nur darum, dass jeder stets wie ein Soldat ihren Befehlen zu folgen hat. Doch die Ungeimpften verweigern sich, darum stellte man sie vors Kriegsgericht. Ihr Leben sei wirklich ein hohes Gut, doch die Freiheit
wiegt schwerer und fordert nun Blut. Schlimm ist die Pandemie, doch das Beispiel von Aland und Wieland, das lehrt, es kehrt, es kehrt, es kehrt. Langsam und Stück für Stück die Normalität, Normalität, Normalität zurück. Zurück. Yeah. Vielen Dank. So, was machen wir denn jetzt noch? Ja, auch schon wieder eine Anzeige. Gut, machen wir nochmal was Lustiges aus dem Bereich Sachsen. eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die sich eignet für kurz vor Weihnachten. Eine gefährliche Gruppe von Rentnern hat geplant, in Berlin die dort eingerichteten Rollatorsperren rund um den Bundestag zu überwinden und dort im Bundestag eine Wende einzuleiten. Aber dieser teuflische Plan wurde von den Ermittlern rechtzeitig erkannt und sie haben gehandelt in einer großen konzertierten Aktion, der größten Aktion, die es jemals wahrscheinlich gegeben hat, wurden diese 10 Rentner gefangen genommen und ja, wir haben seitdem nichts mehr davon gehört. Das ist immer das Zeichen dafür, dass da irgendwas schiefgelaufen ist im Vorfeld. Aber ist egal, diese Schlierenkomödie unter der Leitung von Nancy Faeser und nach einem Drehbuch des Bundesministeriums des Innern. Das geht so. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Treffpunkt um 8. Bahnstation, ein Gruppenticket hab ich schon. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Rira Rutsch, süß mitkommen, wir fahren heute zum Putsch. Beim Sektfrühstück in der Reichsbahn bestimmen wir den Minister dann. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Der Bild-Zeitung und RTL hab ich jetzt für um 11 bestellt. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Haarknallerbsen hat Ingeborg und Stinkbomben der Rolf besucht. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Rira Rutsch, Waldemar, wir fahren heute zum Putsch. Punkt 11.13 Uhr dreht der Klaus die Sicherung vom Reichstag raus. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Der Werner hat vor Edeltraut in Reichstagstreppenlift gebaut. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Dann gehen wir ganz gemütlich rein und leiten schnell den Umsturz ein. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Es kleben Micha, Jens und Frank sich fest auf der Regierungsbank. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Erinnert nochmal Deschantal an Stimmzettel zur Kaiserwahl. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Zum Abschluss stoßen wir noch an mit selbstgebrannten Reichstagsbrand. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Dann ab nach Haus, dass wir geschwind zum Putschbrennpunkt zu Hause sind. Rira Rutsch, wir fahren heute zum Putsch. Bitte nicht da machen, sonst gehe ich in den Bau wegen Anstiftung zum gewaltsamen Umsturz. Das passt gar nicht hierher an diese Stelle, an Sambacher Schloss. So, Countdown läuft. Die Nationalhymne werden wir dann auf jeden Fall hier noch singen. Bis am 24 Uhr war das, oder? Ja. Wir können es gleich machen, wir können auch noch ein Liedchen spielen. Vielleicht ein Lied, das mich immer erinnert
an die Zeit des, ja, des Erwachens von vielen Leuten. Es ist auch nicht von mir das Lied, aber ihr kennt es sehr wahrscheinlich, Danse en Chœur oder Encore. Ich kann kein Wort Französisch, deswegen musste ich das ins Sächsische übersetzen, weil so eine sächsische Mutation zu diesem Lied gefunden. Die einzige, glaube ich, die es gibt, und die spiele ich euch jetzt mal vor. Die Melodie kennt ihr, ich spiele es ein bisschen gemütlich, ein bisschen sächsisch, sächsisch gemütlich. Und es gibt ein Wort in Dresden, das heißt Ja, aber es ist dem Tschechischen entlehnt. Im Tschechischen heißt Ja, Ano, und wir in Dresden sagen immer Nö, 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 Nötler. Jetzt geht der ganze Quatsch hier schon ein Jahr. Ich hab die Schnauze voll, die können nicht mehr. Es soll mal wieder sein, wie es früher war. Nun, 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 Nudler, ich mach jetzt einfach los, weil heute Sonne lacht. Die haben sich so ein Fleischmob ausgedacht, wo man mal wieder bisschen Stimmung macht. Nun, 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 Nudler, ich wär verrückt. Nun guck mal, hier sind ja übelst viele Leute da. Wie heute hier im Hambacher, am Hambacher Schloss. Ja, da bin ich wirklich begeistert, denn es ist hier ziemlich schwer hochzukommen, zumindest mit meinem Auto war es ziemlich schwer. Und alle keine Angst vor Corona, ich dachte, ich wäre ganz allein. Ach Gott, nee, das ist so schön, mal endlich wieder tanzen gehen. Ole, 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 ole. Mensch, was es heute nie alles gibt, die Stimmung auf der Welt, die kippt, und auch die Sachsen machen mit. Euer la 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 la. Und auch die Sachsen, natürlich auch die Pfälzer, und wer sind noch so, die Hessen, Südhessen, die Nordpfälzer, die Südpfälzer, die Mittelpfälzer, die Oberpfälzer, die Unterpfälzer, die Zentralpfälzer, die Querpfälzer, die Kreuzpfälzer, und Baden-Württemberg, die Kurpfälzer und die Rheinland-Pfälzer, die alle, die machen mit. Gebührt dem, der diesen Welthit, der sich von ganz allein verbreitet hat, geschrieben hat. Gibt es ganz viele Varianten. Weil wir hier oben sind und weil es einfach dazu gehört, singen wir die Nationalhymne natürlich in D-Dur. Ja, wie D, wie Deutschland. So, machen wir mal so. So, ja, ich habe einen Text, ihr kennt ihn natürlich auswendig. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unterfahren, blüht im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland, blüht im Glanze dieses Glückes, blüht Deutsches Vaterland. Einen großen Applaus, den könnt ihr euch selber geben. Recht herzlichen Dank. Wunderbar.